Hey, es ist Friday, der Tag in der Woche, an dem wir uns über Augen-Make-up und dazugehörige Produkte unterhalten. Und heute wage ich eine kleine Retrospektive auf meine Lieblings-Eyeshadows der, ja, ungefähr 10 plus Jahre. Und keine Sorge, ich komme hier nicht mit einem LKW an, um sie euch zu zeigen, sondern es sind fünf. Und ich glaube, das Witzige mitunter daran ist, dass einige von euch, die mir auch schon so lange folgen, wahrscheinlich diese aufzählen können. Das finde ich so krass. Also, falls ihr schon so lange dabei seid oder alles nachgeholt habt, drückt Pause und tippt mal ein paar Namen und gucken wir dann am Ende, ob ihr richtig gelegen habt. Bevor ich sie euch zeige, ihr wisst ja, ich muss mal etwas dazu sagen, möchte ich das kurz definieren, was ich mit Lieblingslidschatten meine. Und ich habe zugegeben auch beim Zusammentragen der Lidschatten gedacht, ah, es könnte noch ein zweites Video geben, weil es gibt je nach Definition zwei Gruppen. Diese aber ist definitiv die dominantere. Es sind die Smoky Eyes Eyeshadows. Und ja, Smoky Eyes gehören einfach irgendwie zu mir. Ich schminke sie nicht mal mehr so oft, aber es ist immer das, was aus der Pistole geschossen käme. Was würdest du als erstes schminken, wenn ein wichtiger Anlass steht? Und das durchzieht ja auch meinen Channel vom Anfang. Mein populärstes Video, damals mega explodiert, als es noch nicht so viel Content gab mit 4 Millionen, ist ein Smoky Eye Tutorial. Aber ich habe danach ja auch noch viele andere gemacht, nicht nur reine Tutorials. Mein letztes zum Beispiel waren Tricks für Smoky Eyes, die euch vielleicht dabei helfen, es ein bisschen schöner hinzukriegen, falls ihr ein bisschen unzufrieden damit seid. Weil ich finde, bei Smoky Eyes ist es definitiv auch so ein Learning by Doing, so ein bisschen anpassen, bis man dann letztendlich vollkommen zufrieden ist. Und einer dieser Punkte war durchaus auch, wählt den richtigen Eyeshadow, der es euch einfacher macht. Man kann natürlich zu Smoky Eyes auf sehr, sehr vielen Wegen gelangen. Für mich waren es aber immer diese Eyeshadows, die es schaffen, dass ich nur den einen brauche. Und die zeige ich euch heute im Laufe der Zeit. Und das Spannende daran ist, es geht auch durchaus mit einer gewissen Entwicklung von Texturen und Neuheiten in dem Sinne irgendwie einher. Daher finde ich das total spannend und habe dieses Video schon super, super lange im Kopf gehabt. Alle Eyeshadows, die ich heute nennen werde, haben so ein bisschen was gemein, erfüllen dieses Kriterium, sehr easy im Auftrag zu sein und dennoch effektvoll auszusehen, nämlich dass die Grundtextur eher so transparent ist, also nicht im Sinne völlig transparent, sondern sehr, ja, semi-transparent im Prinzip, und dass sie Schimmer haben, der das Ganze nämlich auflockert und dafür eben sorgt, dass es eben trotzdem nicht plakativ aussieht und somit das Auge Dimension beibehält. Das geht ja auch so ein bisschen mit der Transparenz einher, aber eben Schimmerpartikel verstärken, finde ich, diese Leichtigkeit. Und ansonsten sind es immer so Off-Black-Töne, würde ich fast sagen, mal mehr, mal weniger, dass es eben wie Rauch aussieht. Eben auch das nicht alle, aber ich finde, so ein bisschen kann man es eben ausgeblendet immer erkennen, dass ich es sehr, sehr wörtlich nehme mit dem Smoky Eye. Ich fuchtel hier schon mit dem allerersten. Und der war auch der Hauptdarsteller in diesem besagten 4-Millionen-Video, kriegt man ja auch nicht alle Tage zusammen. Und das ist Metallic Lace von Diane Brill. Eine Marke, die gab es ja mal bei Douglas, dann zogen sie sich zurück, dann gab es sie hier und da mal. Und zuletzt kam sie wohl auch noch mal wieder, da allerdings mehr mit so einem Tupperwaren-Konzept. Also ist das Direktvertrieb? Ich weiß es nicht, wie man es nennt, dass eben so Home-Partys stattfinden. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Ich habe ihn ewig schon natürlich auch nicht mehr benutzt. Das ist einfach, es hat sich ich meine, nach 10 Jahren ändern sich die Vorlieben einfach auch ein bisschen. Dennoch finde ich ihn nach wie vor wunderschön. Er ist so definitiv der hellste von denen, die ich euch heute zeige. Denn seine Grundfarbe ist eher so ein neutrales Grau und er hat goldene Schimmerpartikel. Wie gesagt, das Schöne ist, ihr könnt fast alle diese Eyeshadows live in Bewegung in Videos sehen. Oder eben auf dem Blog zumindest Make-up damit. Und das verlinke ich euch natürlich in der Infobox. Und bei dem leider noch in VGA-Auflösung. Aber ich denke, ihr werdet dort definitiv einen Eindruck davon bekommen, wie es aussieht. Die Diane Brill Eyeshadows hatten schon damals eine wirklich tolle Textur. Es wurde absolut gleichmäßig, super blendbar, ohne zu intensiv zu sein. Also ist eigentlich auch noch heute absolut vorzeigbar. Aber es hat sich einiges geändert. Ich bin mir jetzt bei der Chronologie nicht mehr ganz so sicher, ob er der nächste war. Er ist aber definitiv, glaube ich, einer, den ihr am häufigsten gehört habt von mir, nämlich Mac Young Punk.
Der fällt ein bisschen aus diesem Rauchthema heraus, nicht unbedingt, denn all diese Eyeshadows, die gibt es ja mittlerweile. Wie lange habe ich geschrien, MAC macht diese Eyeshadows permanent? Das war ja, meiner ist noch damals aus der Kollektion Style Black hieß die. Da gab es dann eben diese Art von Eyeshadow eben in 5 Farben, also Silber, Gold, Grün, Blau und eben dieses Pink, Magenta. Und ja, ich habe so lange gequengelt, ich bin mir ganz sicher, MAC hat das letztendlich veröffentlicht, weil ich so laut geschrien habe. Es ist immer noch mein erster und mein Backup habe ich bisher nicht gebraucht, denn auch hier ist die Textur meiner Meinung nach, sie war damals innovativ. Er hatte leider die Nachteile mitunter von gebackenen Lidschatten, weil er nun mal einer ist, dass es so ein bisschen mehr rieselte. Warum man dann letztendlich irgendwie so ein bisschen abdanken musste. Ich habe ihn aber wirklich super häufig benutzt. Auch dazu findet ihr ein Video und auch allgemein zu diesen Lidschatten mehrere. Und ja, hier ist die Basis einfach so ein semi-transparentes Schwarz, das, wenn man es ausblendet, ebenfalls so eine super rauchige Optik bekommt. Und es geht so ein bisschen in diese Richtung wie MAC Velvet Eyeshadows. Sind es Velvets? Ich glaube schon. Und das sind auch immer die Eyeshadows, auch in Paletten von anderen Marken, die ich gerne für Smoky Eyes empfehle, weil sie so trocken sind und eben dieses Ausblenden dann immer so schön wie beschrieben wird. Brauchen wir nicht wiederholen. Einen, den ihr vielleicht nicht so häufig von mir gehört habt, ich glaube, er war auch eher so ein Intermezzo, recht kurz, ist von Guerlain. Oh Mann, Ombre Eclat, Couleur, meine Güte. Ja, französisch. Ich glaube, diese Eyeshadows gibt es nicht mehr. Die waren ja damals, es war so ein Relaunch, dann kamen die raus und die haben diesen mörderischen Preis immer damit rechtfertigt, dass das die Lidschatten mit der größten Füllmenge auf dem Markt sind. Aber ganz ehrlich, wer braucht das denn? Wer braucht denn Lidschatten mit, wie viel sind es? 3,6 Gramm? Das ist, muss nicht sein. Also ist natürlich schön, wenn es das mal ist, aber dafür dann eben so viel Geld zu bezahlen. Ich habe meinen nämlich im Sale ergattert. Und war dann total begeistert, weil diese Textur so super, super fein ist. Erinnert mich eigentlich schon sehr an die von Diane Brill, aber er war noch transparenter, aber dunkler. Und so konnte man so ein bisschen mehr spielen mit den Dimensionen, sprich nun hauchmittig, intensiver außen. Und dadurch wirkte das noch so ein bisschen mehrdimensionaler und angepasst. Und er war vor allem super convenient, sage ich mal, weil man wirklich so fast blind und man war fertig. Durch diese höhere Transparenz war es einfach, musste man natürlich mehr aufbauen, das kennt ihr ja auch von mir als Thema, aber man hatte dann umso mehr Kontrolle über die Intensität. Und aber wie gesagt, er wurde relativ schnell abgelöst, denn dann kam die Ära der Gelees und ich glaube, auch auf den haben bestimmt einige getippt. Estee Lauder Cyber Green gibt es auch nicht mehr, meine ich. Die wurden ja ersetzt durch ein recht ähnliches Konzept, aber der kam, glaube ich, nicht mehr wieder. So schade. Es war wirklich, ich meine, Estee Lauder hatte zumindest unter den Massenmarken die ersten Gelee-Formulierungen. Darum nenne ich es auch immer Gelee, weil bei denen hieß es ja auch immer Gelee Eyeshadow, Gelee Illuminator oder so weiter. Und das ist ja mittlerweile auch bei vielen Marken vorzufinden, aber ich glaube, mit den Eyeshadows waren sie auch mit einer der ersten. Und Cyber Green ist so grün gar nicht, aber er hat halt auch eine schwarze Basis und goldene Shimmies. Und das war damals diese gegossene Textur, von der ich ja auch jetzt immer wieder spreche, was einfach so ein nochmal einfacheres Blending, noch mehr Kontrolle, dabei so voll modern beim Touchy-Touchy. Und ja, den habe ich sehr, sehr lange auch zu gerne verwendet. Er ist deutlich intensiver und ich glaube, das war so der Knackpunkt, warum er auch nicht geblieben ist. Vielleicht ja auch, weil er nicht mehr erhältlich war. Und dann ist das natürlich immer so ein bisschen schwierig, darüber auch zu sprechen, wenn Leute dich fragen, was trägst du auf den Augen? Und ich habe ja auch genug Eyeshadows, um damit es sich nicht wiederholt. Ich finde, rückblickend, damals fand ich ihn total seidig und stark gepresst. Mittlerweile gibt es einfach nochmal modernere Texturen. Und somit kommen wir zum letzten und der, auch mal, der auf meinen Augen ist, den ihr, glaube ich, noch nicht in der Demo gesehen habt.
der dieses Gelee nochmal auf einen nächsten, auf ein nächstes Level bringt. Und das ist, ja, wie heißt sie denn? Charlotte Tilbury. Nocturnal Cat Eyes to Hypnotize the Huntress. Das ist der Name der Nuance. Als ich dieses Video eigentlich schon vor Wochen so im Kopf hatte, dachte ich, meh, ich kann den aktuellen Eyeshadow gar nicht richtig zeigen, weil der war ja limitiert, nicht mehr erhältlich. Gucke heute auf die Seite und was ist? Er ist zurück. Und zwar, glaube ich, exklusiv nur bei Charlotte Tilbury. Ich weiß nicht, ich vermute sehr stark, dass das noch Restbestände sind, weil sie haben die auch letztes Jahr, schon als die Kollektion schon raus war, als Black Friday Deal gratis zu einer Bestellung beigelegt. Da war das schon so. Als ich ihn kaufte, gab es ihn noch mit so einem Stift in einem Set. Auch wieder hier vier Farben. Hier in dem Fall war es so das leicht goldene, ein Blau, Silber und noch so ein. Das wirkte eigentlich wie Pink, aber alle Swatches sehen am Ende so ein bisschen taub aus. Auf denen war ich auch so ein bisschen scharf. Aber dann war er auf einmal weg, nirgendwo mehr zu kriegen. Bis heute ist noch das Silber und das Blau vereinzelt erhältlich. Und ich glaube, sind definitiv eines Blickes wert, wenn für euch so ein wärmeres, nicht so spannend ist. Charlotte Tilbury unterteilt das zwar immer so nach Irisfarben. Ich meine, das möchten die Leute. Ich denke, darum tut sie es, aber ihr müsst euch da keinesfalls dran halten. Das ist für Hazel Eyes. Meine Augen sind blau und es ist nichts explodiert. Diese Textur ist wirklich. Ich hatte erst gedacht, oh, kaufst du ihn dir? Das ist bestimmt irgendwas, was du schon genauso hast, aber. Sie hat es wirklich geschafft, das Ganze so mega seidig zu machen, dass wenn man drüber streicht, denkt, man würde in so ein Gel eintauchen. Also so fast schon ein bisschen feucht. Und es ist einfach so wunderschön komplex, weil es ist nicht nur dieses dunkle Basis, goldener Schimmer, sondern es ist irgendwas noch dazwischen. Da ist noch so ein anderer Schimmer dabei, der das Ganze so ein bisschen hach macht. Ich habe es heute nur trocken aufgetragen, aber ich finde es auch gerade bei dem sehr, sehr schön, das auch nochmal so ein Feucht zu intensivieren. Das gilt im Prinzip für alle. Dadurch, dass wirklich alle diese Texturen auch feucht anwendbar sind, weil das ja keine traditionellen gepressten Eyeshadows sind. Ach, wir haben noch eine Gemeinsamkeit. Also bis auf den von Diane Brill, aber der durfte auch wet angewendet werden. Der war aber auch besonders. Also der hat so man spürbar irgendwie so ein Medium drin. Ich habe euch heute aber noch eine Empfehlung mitgebracht. Er ist nicht ganz so komplex wie Diane Brill und er ist auch nicht ganz so seidig, ein bisschen trockener. Aber ich finde, würde ihn fast schon so ein bisschen einordnen von der Trockenheit bei Estée Lauder. Dabei ist er aber zum Glück nicht so intensiv, nämlich einer von Douglas. Sterling Eyes heißt der und ist sehr, sehr, sehr verwandt. Denn die von Charlotte Tilbury sind natürlich ein bisschen pricey, insbesondere weil wenn es das nur exklusiv gibt, könnt ihr das nur bei ihr bestellen. Ich habe sie jetzt wirklich noch nicht woanders gesehen. Immerhin sind die Eyeshadows jetzt solo erhältlich. Auch wenn die Stifte wirklich sehr schön sind, ist es natürlich ärgerlich, wenn man sie mitkaufen muss, wenn man sie eigentlich gar nicht braucht. Auch die Douglas-Produkte sind ja jetzt nicht spottbillig, das sind keine Essenspreise, aber mit 10 Euro geht das auf jeden Fall. Es ist auch eine gegossene Textur, das haben sie richtig gut gemacht. Es gibt sie leider in nicht sonderlich vielen Farben. Ich habe auch noch eine andere Farbe, die finde ich nicht gut. Ich kann also nicht so eine Straight-Empfehlung, sondern es betrifft jetzt wirklich nur diesen. Ich zeige euch gleich also nochmal die Swatches. Und ja, das waren tatsächlich meine Smoky Eyes Favoriten über 10 plus Jahre, man könnte sagen, alle 2 Jahre hat Margie einen neuen. Nein, es ist ein bisschen länger, 2,5, weil Charlotte Tilbury ist ja jetzt noch aktuell. Mal gucken, was noch kommt. Mich interessiert es natürlich umso mehr. Ich verlinke euch hier meine komplette Smoky Eyes Playlist mit sowohl eben diesen direkten Tutorials als auch mit diesen themenbehafteten. Hier verlinke ich euch mein gestriges Video, den auf Donnerstag. Und natürlich seid ihr herzlich eingeladen, meinen Kanal abzuabonnieren und die Notifications zu aktivieren. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Montag wieder. Bye, bye.